Mega City. Ja! Ab in die Verlängerung. Es war 3-0. Jawohl! Wir haben gerade die 500 Abonnenten geknackt. Und als kleines Dankeschön an euch habe ich etwas richtig Großes geplant. Etwas, bei dem auch ihr mitmachen könnt. Moin Leute, was gab? Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Kanal Gamer Axel. Vorab, bevor alles beginnt. Ihr habt das Intro vom Gamer Axel SMP gerade gesehen. Auch ihr könnt alle drauf joinen. Schreibt einfach beim Trailer oder hier in die Kommentare Hashtag Gamer Axel SMP. Dann könnt ihr ganz einfach joinen. Ich bin hier schon auf dem Weg zum Stadion. Und ja, lasst sehr gerne einen kostenlosen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir haben ja die 500 Abonnenten geknackt. Das ist ja mein 500 Abonnenten-Special der Game Axel SMP. Und ich hoffe, er gefällt euch. Dazu werden dann auch Videos kommen. Und genau, heute spielt der Karlsruher SC gegen den SV Elversberg. Stadion ist nicht ausverkauft. Es ist halt Elversberg Auswärtsblock. Ist nicht komplett gefüllt. Ich schätze mal, wie letztes Jahr so 1500 tatsächlich werden mitreisen. So weit ist Elversberg ja gar nicht. Deswegen werden auch ein paar mitkommen. Ansonsten Stadion, ich schätze mal so 27.000, 28.000. Ja, so viele werden es ungefähr sein. Ist auf jeden Fall gut, das ist stabile Quote. Letztes Mal waren ja Heimbereich ausverkauft, Auswärtsblock fast ausverkauft. Ja. Ich schätze nicht, dass es heute eine Choreo geben wird. Letzte Woche gab es ja eine. Vielleicht gibt es ja eine bei Elversberg. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ich freue mich aufs Spiel. Let's go. Ich tippe 4-1 KSC. Und wichtig, das 1 fällt vor den anderen 4. Wir werden 0-1 hinten liegen. Und dann kommt Budu Zivzivatze. Budu. Und macht ein paar Tore. Let's go. Und ansonsten schießt noch Walicek und Schleusen an Tor. Budu macht 2.
war's dann auch vom heutigen Video. Ich bin draußen, Matchfazit. Leon Jensen war irgendwie kacke. Er hat nur Scheißbälle gespielt und wenn wir nach vorne sind beim 2-2, nach dem 2-2, also als 2-2 stand, geile Sprache. Jetzt mal, wenn wir bei ruhig. Das packt schon ab. Außerdem, Digga, er hat 2-2 verursacht. Generell war die Abwehr heute absolut beschissen, muss ich zugeben. Weil, ja, der Schiri war noch beschissener. Aber die Abwehr hat wirklich beide Tore verschuldet. Ja, egal, Sieg ist ein Sieg. Darüber freue ich mich. Und wir sind jetzt zusammen mit Hannover 96 Spitzenreiter. Avolo. Nächste Woche wird gegen Braunschweig gewonnen und dann wartet zur FC Schalke vor ausverkauftem Haus. Da gibt es natürlich wieder einen Stadion-Vlog. Vorher gibt es keinen, weil ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Sonst würden welche kommen. Ich kann zum Beispiel nicht leider zum Derby Mannheim gegen Saarbrücken. Das war's vom heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Daumen nach oben nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal und ciao, Kakao.